Servus Freunde und willkommen zum Krisenherd. Wir machen heute wirklich sehr, sehr passend für die Jahreszeit eine super geile Grillbeilage, die mal was anderes ist wie Nudelsalat oder Kartoffelsalat. Und zwar, wir machen einen Brotsalat und wie der geht, das zeige ich euch jetzt. So, für unseren Brotsalat habe ich mir schon mal ein bisschen ein Brot hergerichtet. Und zwar, das kann ruhig ein Brot vom Vortag sein. Die Italiener machen das ja klassisch mit Weißbrot. Ich habe jetzt hier mal ein schönes Sauerteigbrot genommen, weil das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Geschmack, ein bisschen ein, sage ich mal, deutscheren Geschmack. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Mit jedem Brot funktioniert das. Also seid mal kreativ, probiert es aus. Genau, das habe ich mir schon mal in kleine Würfel geschnitten. Und dann brauchen wir eine Pfanne, die ich mir schon mal erhitzt habe. Da kommt etwas Olivenöl rein. Da muss man jetzt hier auch wirklich nicht sparen. Und um diesem Öl schon mal ein bisschen an Geschmack zu geben, habe ich jetzt ein paar Knoblauchzehen. Die drücke ich mir jetzt nur an. Zack. Genau, das reicht auch schon. Einfach in der Schale angedrückt. Dann gebe ich noch zwei Zweige Rosmarin dazu. Könnte man jetzt auch einen Thymian mit dazu tun, je nachdem wie man will. So, und jetzt lasse ich das Ganze schon mal so ein bisschen in diesem Olivenöl brutzeln, weil dann nimmt das Olivenöl diesen Geschmack vom Knoblauch und vom Rosmarin an. Das macht sich hinterher super in unserem Salat. Genau. Man kann das jetzt schon riechen, die ätherischen Öle kommen raus. Sehr, sehr gut. Das ist auch unser Zeitpunkt, wo unser Brot schon mal dazu kommt. Genau. Bei Bedarf ruhig auch nochmal ein bisschen Olivenöl dazugeben. Also das darf schon richtig vollgesogen sein mit dem Olivenöl, weil das Olivenöl natürlich auch Geschmack hat. Bei Bedarf auch gerne noch ein bisschen Olivenöl dazu tun, wenn man merkt, das wird jetzt hier zu trocken. Ich sehe jetzt hier, mein ganzes Brot ist schon vollgesogen mit dem Olivenöl, deswegen gebe ich nochmal ein bisschen was dazu. Genau. Richtig schön im Olivenöl brutzeln, dass das richtig schön knusprig von allen Seiten ist. Und wenn wir diesen Zeitpunkt erreicht haben, dann sehen wir uns wieder. So, unser Brot ist jetzt von allen Seiten schön knusprig angebraten. Das heißt für mich, ich kann das Brot schon mal raustun in eine schöne Schüssel. Und diese Pfanne, die heben wir uns jetzt auf. Weil die brauchen wir gleich nochmal, und zwar, ich schaue mich hier nochmal kurz aus, dass es dir mal Ruhe gibt. Genau. So, dann könnt ihr jetzt natürlich wirklich kreativ sein. Was wollt ihr mit reinhaben in euren Brotsalat? Also, ich habe mich entschieden, ich will Streifen von roter Zwiebel mit drin haben. Dann möchte ich gern verschiedene Tomaten mit drin haben. Ich habe hier so gelbe Eiertomaten, so Kirschtomaten und dann habe ich noch eine Ochsenherztomate, die mag ich persönlich sehr, sehr gern. Und ich möchte auch noch mit drin haben ein bisschen an Staudensellerie. Den habe ich mir schon mal vorbereitet. Und zwar, ihr kennt das ja beim Staudensellerie, da sind oben diese Fäden drauf, die habe ich einfach schon mal abgezogen. Genau. So, okay. Dann heißt es für uns einfach mal die Zwiebel in dünne Streifen zu schneiden. Ich tue das mal beiseite, damit man das auch sehen kann. Weil mir wurde gesagt, ich habe ein Talent dafür, dass ich mein Schneidebrett verbaue. Also, ich habe mir gedacht. So, meine Zwiebeln sind fertig geschnitten. Hier noch das letzte. Die schiebe ich mal auf die Seite. Dann kommt mein Staudensellerie. Den nehme ich mir einfach und schneide mir da so schräge, dünne Streifen runter. Sellerie ist ein super, super gutes Gewürz. Also nicht nur Gemüse, sondern auch Gewürz. Vorsicht, manche sind allergisch drauf, aber ich sag's euch, das gibt einen super guten Geschmack. Natürlich, wenn es mag, könnte man das Ganze jetzt auch roh lassen. Ich finde es aber um einiges leckerer, wenn man das Ganze ein bisschen in der Pfanne anschwitzt. Und zwar, ich habe ja noch meine Pfanne von vorher. Die nehme ich auch nochmal her. Gebe hier wiederum etwas Olivenöl in die Pfanne. Dann kommen da schon mal meine Zwiebeln mit rein. Die schön auseinander. Ach. Kennt ihr doch bestimmt diese leckeren Schmorzwiebeln? Genau diesen Geschmack will ich erzeugen. Ja, durch das Anbraten entwickeln diese Zwiebeln jetzt eine gewisse Süße, also der Eigenzucker vom Gemüse karamellisiert. Und das passt jetzt einfach wunderbar. Genau, die lasse ich jetzt einfach mal schön andünsten. Das Sellerie kommt etwas später dazu. Dann habe ich meine Tomaten. Die muss ich mir natürlich noch klein schneiden. Natürlich nicht zu klein schneiden, weil wir reden ja von Tomatenbrotsalat.
Bei den größeren Tomaten müsst ihr euch den Strunk rausschneiden. Hier ist fast keiner vorhanden. Deswegen lasse ich das jetzt mal. So, perfekt. Unsere Zwiebeln sind jetzt schon mal schön angebraten. Man sieht, das Volumen ist natürlich kleiner geworden, weil die ein bisschen zusammengeschmort sind, ist ja klar. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass wir auch unseren Sellerie mit dazu geben. Allein das Farbspiel, Freunde, ist so hübsch ohne Schmarrn. Da läuft mir jetzt schon das Wasser im Munde zusammen. Einfach toll. Genau, jetzt geben wir auch schon mal ein bisschen Salz dazu. Genau, und den Sellerie will ich aber jetzt wirklich noch schön knackig haben, dass man da auch noch drauf beißt. Und jetzt könnte man sagen, okay, man lässt das Ganze jetzt so oder man gibt die Tomaten kurz mit rein. Also ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn Tomaten ganz kurz Temperatur bekommen, weil die dann einfach ihr komplettes Aroma entfalten können. Deswegen schmeiße ich jetzt die Tomaten da ganz kurz mit dazu. So, auch die Ochsenherztomate. Einfach nur kurz mit rein. Und auch die gelben Tomaten. Und es sind so viele schöne verschiedene Farben jetzt da drin. So, das schwenke ich mir jetzt einfach nur einmal kurz durch. Das allein schon. Schaut so schön aus, ohne Quatsch. So, was mache ich jetzt? Jetzt sind wir auch schon fertig. Das kommt jetzt auf das Brot drauf. Ihr merkt vielleicht, ich mache heute ein bisschen mehr Menge. Das hat folgenden Hintergrund, ich erwarte Gäste. Von dem her gibt es halt ein bisschen mehr Brotsalat. Da haben wir gedacht, der kostet nicht so viel und macht satt. Genau, jetzt sauber machen hier. Genau. So, schaut das wieder schick aus. So, jetzt haben wir unser Brotsalat. Die Grundzutaten sind schon mal drin. Jetzt gebe ich noch mal ein bisschen Salz dazu. Dann etwas Zucker. Dann könntet ihr jetzt natürlich auch noch Kräuter reinhauen. Völlig nach Belieben. Also Basilikum wird sich super anbieten. Ich habe jetzt leider keinen da, sonst würde ich ihn gerne mit reintun. Dann kommt für mich dazu noch mal ein ordentlicher Schluck Olivenöl. Und dann ein schöner weißer Balsamico. Und Leute, probiert hier mal weißen Balsamico aus, weil ich finde, wenn ihr jetzt da dunklen Balsamico draufschütten würdet, das würde die ganze Optik zerstören und der ist doch meiner Meinung nach etwas feiner im Geschmack. Hier richtig schön mit rein. Boah, das ist super lecker. Genau, dann kommt eine schöne frische Prise Pfeffer oben drüber. So, und jetzt hätte man natürlich, das habe ich aber vergessen, vorher diese Rosmarinzweige und den Knoblauch wieder rausfischen können. Ich muss das jetzt halt mühsam so machen, dass ich die einfach raussuche. Dabei braucht ihr mir aber nicht zu schauen. Ich menge den jetzt auf jeden Fall schon mal schön durch. Das ist so ein toller Geschmack und so ein toller Geruch vor allem jetzt schon. Das ist super, super lecker. Genau, und für mich jetzt die absolute Krönung in dem Salat. Man muss dazu sagen, ich bin ja absoluter Käseliebhaber. Also da würde jetzt Schafskäse sich sehr, sehr gut machen. Aber mein König der Käse ist für mich der Büffelmozzarella oder Burrata. Ich habe jetzt hier einen Büffelmozzarella. Den zerzupfe ich mir jetzt einfach nur so schön. Kommt der hier so schön oben drüber. Das schaut nicht nur super aus, sondern das ist... gibt dem Gericht für mich den absoluten Gaumensex-Faktor. Genau, einfach so grob drüber verteilen. Allein die Optik ist jetzt schon wirklich der Hammer. Also auch wenn ihr mal eingeladen seid zum Grillen irgendwo und ihr bringt sowas mit, das seid ihr das Gesprächsthema des ganzen Abends, das schwöre ich euch. Weil das ist einfach mal was anderes wie der
öde Nudelsalat. Gerne kann ich aber euch auch mal einen Nudelsalat zeigen, der ein bisschen anders ist wie die gewöhnlichen. Ah, toll. Super. Genau. Und schon ist unser schöner Tomatenbrotsalat mit Mozzarella fertig. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Ich denke mal, die Grills deutschlandweit werden ja schon im vollen Gange sein. Macht es mal zu eurem Fleisch dazu oder zu euren Würsteln, wie auch immer. Ich finde, das ist einfach mal eine super Abwechslung. Probiert es aus. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob das Rezept funktioniert hat und wie es euch geschmeckt hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dann, rock on und habidere.